Einen fröhlichen guten Tag und ein herzliches Grüß Gott. Ich bin Axel Berg, ich bin Vorsitzender von Eurosolar Deutschland und wir haben Handlungsempfehlungen geschrieben für die neue Bundesregierung. Also die neuen Regierenden sollten sich die Handlungsempfehlungen aufs Knie legen und damit regieren, damit Energiewende endlich möglich wird. Die neue Bundesregierung trägt die Verantwortung dafür, den energiepolitischen Schlingerkurs der letzten Jahre zu beenden und endlich klare, verlässliche und unbürokratische Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Versäumnisse der Vergangenheit aufzuarbeiten. Die neue Bundesregierung muss unbedingt Sorge dafür tragen, die Energieversorgung Deutschlands innerhalb einer Generation schnell, kostengünstig und vollständig auf 100% erneuerbare Energien umzustellen. Und dafür ist es notwendig, die Folgekosten für Umwelt und Gesundheit endlich ehrlich zu berücksichtigen und nicht länger so zu tun, als wäre der Status quo eines fossilen und atomaren Energieerzeugungssystems in irgendeiner Hinsicht den erneuerbaren Energien überlegen oder gar erhaltenswert. Alle notwendigen Technologien für die Energiewende sind entwickelt, sie stehen bereit, sie sind auf dem Markt verfügbar. Es fehlt allein an den Rahmenbedingungen, um die Energiewende endlich hinzukriegen. Eine konsequente Politik wird auch bei den heute noch vergleichsweise kostenintensiven Technologien wie Speichern oder Power-to-Gas ähnlich steile Lernkurven wie bei der Entwicklung der Windkraft und der Photovoltaik bewirken können und damit eben gerade eine schnelle und kostengünstige und dezentrale Energiewende verwirklichen. Jetzt ist es höchste Zeit, die Energiewende in Deutschland und auch die technologische und industrielle Vorreiterrolle, die wir ja mal hatten, aktiv und dynamisch wiederzuentwickeln und durch die rasche Umstellung auf erneuerbare Quellen in allen Bereichen Strom, Wärme und Verkehr jetzt die grundlegenden Bedingungen für eine nachhaltige Wirtschaftsweise herzustellen. Jedes weitere Verzögerung, diese Winkelzüge zum Schutz überkommener Strukturen beschädigt und verkompliziert den Strukturwandel, den wir dringend brauchen. Es macht ihn auch teurer, den Strukturwandel, und natürlich hinterlässt es enttäuschte Menschen. Worum geht's überhaupt? Die Einführung des EEG, dieses Erneuerbaren Energiengesetzes, war eine parteiübergreifende Initiative von Parlamentariern im Jahr 2000 und das war die entscheidende Voraussetzung für Millionen von Bürgern, die investiert haben, in eine zukunftsfähige neue Branche investiert haben, die heute rund 350.000 Arbeitsplätze in Deutschland darstellt, die neu geschaffen wurden, die es vorher nie gab. Und international hat es uns Deutschland als Führungsnation weltweit dargestellt. Denken Sie, die Kanzlerin Merkel hieß mal Klimakanzlerin lange. Und wir haben in diesem Massenmarkt oder wir haben einen Massenmarkt ermöglicht mit den Technologien und dadurch ganz beeindruckende Kosten- und Effizienzfortschritte in unserem Land erreicht. Das EEG war und ist auch weiter notwendig, um Marktverzerrungen durch die jahrzehntelangen Subventionierungen in der konventionellen Energieumwandlung auf der Basis von Steinkohle, Braunkohle, Erdgas, Öl und Uran, und da sind dreistellige Milliardenmengen reingeflossen in den letzten Jahrzehnten, um das alles zu verringern. Windkraft und Photovoltaik ist die billigste Art von Energieerzeugung, von Stromerzeugung heutzutage, billiger als jedes neu gebaute Kohle- oder Atomkraftwerk. Dieses EEG ist das wirtschafts- und entwicklungspolitisch wichtigste Gesetz, das Deutschland je auf die Beine gestellt hat. Ja. Weltweit sind ja die Preise gesunken dadurch. Fast 100 Länder weltweit haben dieses EEG mehr oder weniger an ihre regionalen oder an ihren nationalen Gegebenheiten angepasst, übernommen. Und es sind so viele positive volkswirtschaftliche Potenziale durch die Erneuerbaren, die wir aber in Deutschland nicht nützen, weil künstliche Blockaden aufgebaut werden. Zum Beispiel die Deckelung des Ausbaus oder die künstliche Verteuerung des Energieverbrauchs. Schon Hermann Scheer hat sich darüber belustigt, wenn wir erfolgreich sind, wird es mal eine Sonnensteuer geben. Die ganze Energiewirtschaft ist überbürokratisiert und es ist ein Pseudo-Wettbewerb mit diesen Ausschreibungen entstanden,
jemanden, der geradezu zerstörerisch wirkt, was den Ausbau von neuen Flächen für Photovoltaik, Biomasse oder auch Windanlagen angeht. Warum brauchen wir überhaupt die Energiewende? Es gibt so viele Gründe, natürlich so schnell wie möglich auf 100% dezentral zu gehen, weil die dezentrale Nutzung einfach das Billigste ist. Es ist schon mittel- und langfristig sowieso kostengünstiger als das Verbrennen von fossilen Energieträgern oder gar das lebensgefährliche Spiel mit der Atomenergie. Ohne Subventionen für die fossilen oder auch die atomaren Energieträger wären die Erneuerbaren schon heute kostengünstiger als alles andere. Die dezentrale Nutzung der Erneuerbaren macht uns unabhängig von konfliktreichen Herkunftsländern und entzieht diesen ganzen Konflikten um Öl, Kohle und Gas und Uran gleichzeitig den Treibstoff. Damit ist es ein aktiver Beitrag zum Frieden und macht unsere Welt ein wenig sicherer. Die dezentrale Nutzung von den Erneuerbaren holt die Wertschöpfung in die Regionen, stärkt damit die ländlichen Räume, schafft hochwertige Arbeitsplätze überall, also in der Produktion, im Aufbau, im Betrieb, in der Wartung, also genauso wie später auch im Abbau und im Recycling von diesen ganzen erneuerbaren Anlagen. Deswegen ist die ganze Geschichte sehr bürgernah und mittelständisch orientiert. Und durch die dezentrale Nutzung wird unsere ganze, von den Erneuerbaren, wird unsere ganze Energieversorgung sicherer gegen Störungen von innen als auch von außen. Das ist wirklich dann Marktwirtschaft und das führt zu einem fairen Energiemarkt ohne die unfairen Gewinne der Oligopolisten dieser vier großen Konzerne, die wir in Deutschland haben. Die dezentrale Nutzung der Erneuerbaren wird unsere Schadstoffe in der Luft massiv reduzieren und wird damit jedes Jahr Tausende von Menschenleben retten. Der Ausstoß von CO2 ist die einzige, also den zu reduzieren, ist die einzige richtige Antwort auf die Klimakatastrophe und übrigens auch die einzige Möglichkeit, wie wir da die Klimaschutzverpflichtungen, die die Bundesregierung eingegangen ist, jemals noch erreichen können. Und dafür müssen wir eben schnell die dezentralen Erneuerbaren aufbauen, bis wir zu einer vollständigen Abdeckung des Energiebedarfs kommen. Je schneller wir das schaffen, desto kostengünstiger wird die Angelegenheit. Die teuerste Nummer fahren wir überhaupt im Moment. Das ist nämlich die Aufrechterhaltung zweier Energiesysteme, des zentralen und des dezentralen, die beide nicht miteinander kompatibel sind. Und angesichts dieser umfassenden Chancen ist es doch fruchtlos. Ich finde es geradezu ein unwürdiges politisches Theater, wenn wir die alten Debatten um Klimaschutz versus Deindustrialisierung immer wieder neu aufwärmen. Weder dient die Energiewende ausschließlich dem Klimaschutz, noch bringt sie irgendeine Deindustrialisierung übers Land. Ganz im Gegenteil, die Energiewende ist der Hammer-Jobmotor, den wir in den letzten Jahren kennengelernt haben. Er bringt die Innovationen, für das unser Land seit Jahrzehnten bekannt ist. Und das beweisen selbst Studien des Bundeswirtschaftsministeriums. Das ist dieses Ministerium. Die sind sowas von schwarz, das ist schon Russ, wenn du da reingehst. So sind die auf Kohle fixiert. Was sind die notwendigen Maßnahmen? Die größte Herausforderung für die neue Regierung besteht wahrscheinlich damit, die Energiewende überhaupt wieder anzufahren, nachdem durch die beiden Vorgängerregierungen ja die ganze Kiste weitgehend lahmgelegt wurde. Weitreichende Zielmarken bis 2050, ob das jetzt den Ausbau der Erneuerbaren angeht oder die Minderung von CO2-Emissionen, die sind weitgehend unbedeutend und unerreichbar, wenn wir nicht ganz konkret und praktisch die erneuerbaren Technologien ausbauen, wirklich praktisch einfach ausbauen. Dazu brauchst du allererst eine Reparatur des völlig deformierten EEG und eine neue Energiemarktordnung, die das Energiesystem auf die besonderen Eigenschaften der fluktuierenden erneuerbaren Energien, die Sonne scheint zum Beispiel nachts nicht, ausrichtet. Nachrangig sind nach Einführung der, oder besser gesagt, diese Ausschreibungen müssen so schnell wie möglich weg. Ich werde noch darauf eingehen. Eine CO2-Steuer wird uns dabei auch nicht helfen. Ich fürchte, eine CO2-Steuer, die wird der Energiewende mehr Schaden als Nutzen bringen, wenn nicht die Erneuerbaren aufgebaut werden. Deswegen braucht es jetzt für alle Akteure, für alle Investitionswilligen einen verlässlichen Transformationspfad für eine schnelle, dezentrale und vollständige Energiewende in allen Bereichen, Strom, Wärme und Verkehr.
und marktwirtschaftliche, faire Rahmenbedingungen für ein Energiesystem, das alles drei integriert und auf Basis erneuerbarer Energien errichtet wird. Und wenn wir dann die Wettbewerbsfähigkeit, die Zuverlässigkeit der Erneuerbaren ansehen, dann wird ein schneller Ausbau der Erneuerbaren auch fast keine Auswirkungen auf eine EEG-Umlage haben. Deswegen sämtliche Deckelungen und Gängelungen aufheben, ganz im Gegenteil Mindestziele für einen zügigen Ausbaupfad festlegen, das raten wir der neuen Bundesregierung. Und bitte die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Die von der letzten Bundesregierung festgelegten Ausbaupfade, die waren ja nicht mal ausreichend, um die Vorgaben des Klimaschutzabkommens zu erreichen und vollkommen untauglich, irgendwann eine nachhaltige Energieversorgung zu etablieren. Im Ergebnis ist der komplette Photovoltaikmarkt, der mühsam über die letzten Jahre aufgebaut wurde, ist weitgehend zusammengebrochen. 70.000 Menschen, die bereits in diesem zukunftsfähigen Markt gearbeitet haben, wurden freigestellt. Das ist ungefähr dreimal so viel, wie in der Braunkohle überhaupt noch arbeiten. Noch mehr sogar. Das wurde alles rasiert. Und ein ähnliches Desaster steht der Windenergie und der Biomasse jetzt auch bevor, wenn die neue Bundesregierung nicht schnell handelt und die Fehler der Vergangenheit behebt. Das kann alles schon gelingen, eben indem die Deckel und Hemmnisse beseitigt werden und das EEG wieder zu einem allgemein verständlichen Werkzeug des Ausbaus wird und diese riesen Überbürokratisierung. Wir haben inzwischen 4 Energierechtszeitschriften, muss man sich mal reintun in Deutschland. Die Anwälte freuen sich über das Komplizierte, aber die Energiewende kommt dadurch nicht schneller weiter. Eine echte Energiewende hat ja nicht nur im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Resilienz und Anpassungsfähigkeit an die zukünftigen Bedürfnisse große Vorteile. Auch ökonomisch ist das Projekt Energiewende das Hammerprojekt, um zum neuen Konjunkturmotor zu werden. Dazu müssen wir die Potenziale der Bürger, der Kommunen, der Stadtwerke, der KMUs, der kleinen und mittelständischen Unternehmen durch transparente, marktwirtschaftliche und verlässliche Rahmenbedingungen wieder aktivieren. Das kann man alles hinkriegen. Zuteilungen, also die Ausschreibungen, sind dabei überhaupt kein gutes Instrument. Die führten zwar auf dem Papier in den letzten 2-3 Jahren zu ähnlich geringeren Sätzen pro Kilowattstunde, wie es das EEG vorgesehen hatte mit seiner Degression. Pardon, die Luft ist trocken. Aber es hat auch deutliche Nachteile. Der Anteil der nicht realisierten Anlagen, der ist durch strategische und spekulative Angebote gestiegen und selbst die viel zu niedrig angelegten Ausbaukorridore werden verfehlt werden. Kleine und mittelständische Projektierer, gerade die Stadtwerke, in die Bürgergenossenschaften und sowas, die werden vom Markt gedrängt, also gerade die der Hauptmotor der Energiewende werden, genau die werden vom Markt gedrängt. Und jetzt wird der Markt wieder mal reduziert auf wenige große Anbieter. Das ist der Gegenteil, das ist das Gegenteil von Wettbewerb, weil wir jetzt wieder neue Oligopole schaffen dadurch. Die Finanzierungskosten für neue Anlagen steigen durch die Risikoaufschläge der Projektierer und der Banken auch, die das finanzieren müssen. Und auch ganz andere wichtige Kriterien wie räumliche Verteilung, Verbrauchsnähe oder Netzdienlichkeit einer neuen Anlage. Das findet überhaupt keine Beachtung mehr. Es geht nur glatt um den Preis und egal, ob sonst irgendwelche unerwünschten Folgen dabei hat, diese müssen dann wieder durch komplizierte, nachträgliche Maßnahmen wie zum Beispiel einen neuen Netzausbau oder diese sogenannten Netzausbaugebiete, dass in bestimmten Gebieten überhaupt keine Anlagen mehr gebaut werden dürfen, bis dann endlich ein Netz dahin gebaut wurde. Also diese ganzen Sachen brauchen wir nicht. Nach Europarecht sind Ausschreibungen auch überhaupt nicht zwingend. Europarechtlich kann jedes Land machen, was es will. Wir sind da also weiterhin frei in der Ausgestaltung. Lasst euch da nichts einreden, bitte. Und wenn die Koalitionäre nicht übereinkommen, von dem Zuteilungs-, von dem Ausschreibungssystem wieder zurück zu einem Feed-in-Law, zu einem EEG-Vergütungsmodell zurückzukehren, sollten sie die Ausschreibungsmodi wenigstens dahingehend ändern, dass zukünftig wieder echte regionale Bürgerinitiativen und nicht irgendwelche gefakten, so wie jetzt, irgendwelche großen Unternehmen, die sich so fake-mäßig Bürgerinitiative nennen, sondern dass die echten wieder rankommen.
Einkommen, genauso wie die Kommunen und die Stadtwerke. Die müssen doch alle partizipieren an den kleinen Windparks, an den kleinen Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Und das bitte ohne großen Aufwand und ausschreibungsfrei, um eben gerade die kleineren Akteure nicht durch so finanzielle, administrative Hindernisse davon abzuhalten, Anlagen zu bauen. Und die EU-Wettbewerbskommission hat eine De Minimis-Regel ausgegeben mit maximal 6 Anlagen, à 3 Megawatt Leistung. Und das, mindestens das sollte die neue Bundesregierung annehmen. Und außerdem könnte man die natürliche Stärke der dezentralen Energiewende ein bisschen wirken lassen, statt sie zu beschränken. Weil die Erneuerbaren ja an allen Orten der Welt verfügbar sind, sind dezentrale Ausbaupfade einfach überall intelligent und die besten Möglichkeiten und das Mittel der Wahl für eine schnelle und eine billige Energiewende. Im Top-Down-Modus das alles verwirklichen zu wollen, per Ordre dem Mufti, das scheitert dann oft an der Akzeptanz der Menschen und dann in der Folge auch oft an der Finanzierung. Sowas ist immer lückenhaft und unvollendet. Und außerdem ist ja die Energiewende auch eine riesige Chance, endlich zur Demokratisierung der Energieversorgung zu kommen. Also die Bürger unabhängig zu machen, die Kommunen unabhängiger zu machen von der Macht der großen Konzerne, von denen wir seit Jahrzehnten abhängig sind. Dezentrale Konzepte reflektieren ja gerade die lokalen und die regionalen Potenziale und verbindet diese Einheiten sinnvoll miteinander in der Infrastruktur, bringt dadurch die ganze Wertschöpfung in die Regionen, ob jetzt ländlich oder in den urbanen Gebieten und damit Arbeitsplätze im ganzen Land und nicht irgendwie im Ausland. Denken Sie an die Ölwirtschaft. Die meisten Öljobs finden außerhalb des Landes statt. Eine verbrauchsnahe Produktion reduziert außerdem die Wandlungs- und Übertragungsverluste, die natürlich bei dem langen Transport entstehen. Und dadurch wird ein effektives und effizientes Energiesystem erst ermöglicht. Das EEG bleibt weiterhin das wichtigste Instrument für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Deswegen sind Forderungen nach Abschaffung des EEG ideologisch motiviert und gefährden die sachliche Debatte ganz erheblich. Es ist ratsam, die Grundideen dieses erfolgreichen Instruments wieder zum Tragen kommen zu lassen und produktiv zu nutzen. Das bedeutet eine Garantie des Netzanschlusses, einen Einspeisevorrang und eine degressiv gestaltete Mindestvergütung über 20 Jahre hinweg. Das sind Instrumente, die Verzerrungen, die fossil-atomaren Subventionen seit Jahrzehnten in unser System bringen, die diese Verzerrungen etwas abmildern und den Aufbau der Erneuerbaren überhaupt erst ermöglichen. Einzig ein EEG ermöglicht eine günstige und schnelle Finanzierung durch Banken und Anleger und minimiert dadurch die Kapitalkosten erheblich. Und dadurch werden auch mehr einsteigen. Auf eine CO2-Steuer hingegen können sich gerade die Mittelständler und die Stadtwerke und die kleinen Krauter und so überhaupt nicht verlassen. Das ist doch abhängig von dem übernächsten Bundestag, der dann gewählt wird, weil jedes Parlament entscheidet jedes Jahr über den Haushalt und man wäre dann jedes Jahr davon abhängig, dass sich möglicherweise eine CO2-Steuer wieder verändert. Das hilft doch keine Planbarkeit. Der Witz an dem EEG war doch gerade die 20-jährige zuverlässige Vergütung. Je später du einsteigst, desto weniger gibt's. Das war die Degression. Aber wenn du einsteigst, kriegst du 20 Jahre zuverlässig deine Einspeisevergütung. Und bei CO2-Steuern wäre so eine Bestandsgarantie überhaupt nicht möglich. Und außerdem würden sich kapitalstarke Konzerne dann wieder darauf schmeißen. Und die wesentliche Triebfeder der Energiewende besteht aber darin, dass gerade die Kleinen, die Mittelständler und die Stadtwerke und so, dass die und die Genossenschaften, dass die Bürger selbst investieren und eben nicht auf die großen Energiekonzerne warten, bis die endlich tätig werden wollen. Der oft nicht verstandene Clou des EEG besteht doch gerade darin, dass die stetig sinkenden Einspeisevergütungen einerseits den technologischen Fortschritt anreizen und, was halt das Beste ist, zum Auslaufen des Gesetzes nach getaner Arbeit sorgen. Sobald die Refinanzierung durch diskriminierungsfreie Marktteilnahme erreicht werden kann, sinken die Umschüsse aus der Umlage automatisch bis auf null.
was bei Kohle oder Atom niemals möglich ist. Da kann eine energetische Amortisierung ist gar nicht möglich, weil du immer mehr Energie in Form von Kohle oder in Kohlekraftwerk oder in Form von Öl in den Verbrennungsmotor stecken musst, als später in Form von Strom oder von Antriebsgeschwindigkeit irgendwie rauskommt. Aber bei den Erneuerbaren ist es tatsächlich anders. Die Direktvermarktung von Strom, die kann gestärkt werden, die soll auch gestärkt werden, weil die emissionsarme Produktion die entscheidende Eigenschaft der Erneuerbaren ist und im derzeitigen Strommarkt auch eine erzwungene Direktvermarktung über eine zentrale Strombörse gar nicht möglich ist und wird durch den Zertifikatehandel auch nicht erreicht. Vielmehr wird der Stromhandel mit erneuerbaren Stromprodukten in einem Börsenregime wird da in eine Nische gedrängt. Graustrom nennt man das, weil nicht Börsen der Kern der Marktwirtschaft sind, sondern der Handel. Nötig sind also regionale Grünstrom- und Flexibilitätsmärkte, die sowohl die Vermarktung als auch den Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf den unteren Netzebenen ermöglichen. Um das alles hinzukriegen, brauchen wir eine neue Energiemarktordnung. Wir nennen es NEMO in Abkürzung von Eurosolar, weil es gibt so viel Arbeit noch zu tun. Im Strombereich sind wir ja schon bei gut 30% Erneuerbare in unserem Netz, aber insgesamt, beim Gesamtenergieverbrauch, sind wir gerade mal bei 15% Erneuerbare in Deutschland. 85% der hier verbrauchten Energie in Deutschland wird noch atomar und fossil erzeugt. Also brauchen wir ein ganzheitliches Konzept. Und gesamtheitlich ist es von Nachteil, wenn man die einzelnen dezentralen Ausrichtungen aufschiebt und immer nur so in diesen zentralen Bereichen bleibt, Energy-Only-Markt zum Beispiel, während fossile Erzeuger durch zentrale Strukturen geprägt sind und vordergründig niedrige Investitionskosten haben. So ein Kohlekraftwerk kostet ja nur 2-3 Milliarden, hat aber dann in der Lebensdauer extrem hohe Brennstoffkosten und auch Leitungskosten. Und bei den Erneuerbaren ist es ja gerade umgekehrt. Du musst am Anfang viel Geld in die Hand nehmen, um mal ein Photovoltaik, Freiflächenwerk oder ein Windpark aufzubauen. Aber dann gehen die Grenzkosten gegen Null. Du hast keinerlei Brennstoffkosten mehr und fast keine Personalkosten. Und zum Schluss kannst du das ganze Ding auch noch recyceln und was anderes draus bauen. Also brauchen wir jetzt dringend die Konvergenz der Märkte statt, wie die alten Regierungen bevorzugt haben, Energy-Only-Märkte. Energy-Only heißt eigentlich Electricity-Only, also ein reiner Strommarkt. Nur Strom, Strom, Strom. Aber die Wärme- und Verkehrsmärkte sind nicht damit verknüpft. Wir brauchen jetzt dringend eine Konvergenz, also das Zusammenwachsen der bisher getrennt regulierten Märkte für Strom, Wärme und Mobilität. Der Fachbegriff ist Sektorenkopplung dafür. Und deswegen ist der Kern unserer NEMO, unserer neuen Energiemarktordnung, ein Flexibilitätsmarkt, da Flexibilität angesichts der großen Mengen volatiler Erzeuger eine notwendige Voraussetzung für die Energiewende ist. Kapazitätsmechanismen, also irgendwelche Kohlekraftwerke so halb ruhig zu stellen, für den Fall, dass sie vielleicht doch mal irgendwie gebraucht werden, die sind eher hinderlich. Das ist genauso hinderlich wie diese ganzen unflexiblen fossilen Erzeuger. Weil ein Kohlekraftwerk kannst du nicht schnell hoch und runter fahren. Die laufen dann ständig auf Dauerlast. Und dadurch sind auch diese drastischen Überkapazitäten entstanden, die wir in Deutschland haben. Wir sind, glaube ich, das Land weltweit mit den meisten Stromexporten, weil wir riesige Überkapazitäten haben. Wir brauchen, um das alles reinzukriegen, brauchen wir eine Flexibilitätsprämie, eine neue Flexibilitätsprämie. Und letztlich brauchen wir auch eine Vereinheitlichung von Steuern, Gebühren und Abgaben und Umlagen, damit wir die bisher getrennt regulierten Sektoren effizient zusammenkriegen. Wir müssen dabei Speicherung und die Umwandlung von Strom, also Strom in Wärme und wieder das Auto an das Haus anschließen, also die Umwandlung von Strom und die Speicherung, das sind ganz wichtige Punkte. Ich sage es mal andersrum, das Schöne an Öl und Kohle ist, du kannst das Zeug jahrelang rumliegen lassen, es funktioniert danach genauso gut wie immer. Also unsere bisherigen Speicher waren die Öltanks und waren die Kohlehalden und jetzt brauchen wir eben eine neue Form von Speichern.
Es werden Batterien sein, es wird Power-to-X sein, dass man also Stromüberschüsse nimmt, um zum Beispiel Gas zu erzeugen. Gas, das in unser Erdgasnetz eingeleitet werden kann. Das ist ein riesiger Speicher, über Monate, über Jahre kannst du den benutzen. Und ganz Deutschland ist ja durchgegraben irgendwie mit einem guten Erdgasspeicher. Also für solche Dinge und um diese Energiespeicher anzureizen, ist ein moderner regulatorischer Rahmen überfällig. Den muss die neue Regierung gestalten und das neue Parlament natürlich, um eine notwendige Entwicklung und eine Marktdurchdringung dieser Speicher endlich anzureizen. Die Rahmenbedingungen des Energiewirtschaftsgesetzes, was wir bisher haben, Speichertechnologien, die Speichertechnologien überhaupt nicht als eigenständiges Element in einer modernen Energieinfrastruktur nennt, also die sorgt derzeit für eine doppelte Belastung mit Abgaben und Umlagen für die Speicher. Und diese Speichertechnologien, die sind ja für Wärme und Strom und Verkehr und alles anwendbar, insbesondere natürlich die Batterien, weil die Batterien ganz wichtig sind für die kurzfristige Speicherei. Das sind Kernbausteine und stellen einen Netz- und marktdienlichen Betrieb von Speichern sicher. Dafür brauchen wir einen gescheiten Rahmen eben. Daran ist wirklich das schnelle Gelingen der Energiewende geknüpft. Und wir müssen vor allem in der Mobilität, das sind ja völlig unbeackerte Gebiete, die Mobilität auf Basis elektrischer Antriebe und die Frage, ob Deutschland hier eine Zukunftsbranche noch entwickeln wird oder ob die Asiaten, insbesondere die Chinesen, uns da vollkommen abhängen werden. Also jetzt sind schon die vier größten Batterieproduzenten weltweit Asiaten. Also ich denke, wir Deutsche sollten da dringend neue Generationen von Batterien entwickeln und Power-to-X-Technologien und eben diese ganzen Flexibilitätsoptionen, die wir brauchen, die sollten durch eine Bundesregierung angereizt werden, damit bei uns die vielen kleinen Unternehmen und kreative Leute, die in den Startlöchern hocken, damit die endlich loslegen können. Energiewende bedeutet natürlich auch Wärmewende. Ich habe es ja angesprochen, die Wärme macht den größten Batzen des Energieverbrauchs in Deutschland aus und es bringt natürlich damit auch die größten Potenziale für eine effiziente Energienutzung und diese ganze Thematik wird stiefmütterlich behandelt und unsere ganzen Bauminister, die wir bisher hatten, die haben sich da lediglich darauf verlegt, dass Neubauten vielleicht etwas moderner sind, aber nicht mal die sind auf dem besten Stand der Technik, das ist keine Vorschrift in Deutschland. Wir müssen also Maßnahmen im Gebäudebestand und bei Neubauten machen und dabei eben Strom- und Wärmemarkt konvergent miteinander verknüpfen, damit wir zu einer Komplettversorgung mit Erneuerbaren kommen. Es ist ja heute schon das allerbilligste, Photovoltaik am Haus zu nehmen und eine Batterie im Keller ist billiger als der Transport von allem. Und da kann man auch schnell umsetzen. Die billigste Form, ein Haus zu wärmen, ist Geothermie, oberflächennahe Geothermie mit kleinen Wärmepumpen. Es gibt da so viele tolle Sachen, aber die Produktzyklen der Haustechnik, die sind so lang, dass eine Regierung eben jetzt endlich in die Puschen kommen muss und so Top-Runner-Programme verabschieden muss oder sonst wie den Ehrgeiz der Unternehmen wecken. Und gerade im Gebäudebereich ist natürlich der Bund nicht an allem schuld, sondern gerade die Landesregierung, die bremsen da hier viel und erschweren die flächendeckende Etablierung von einer gescheiten Gebäudetechnik. Also der Bund ist nicht für alles zuständig, aber doch kann er dazu helfen, dass Massenmärkte endlich angetrieben werden für Effizienztechnologien und für eben Konvergenz von Erneuerbaren. Weil im Setzen anspruchsvoller Standards ist der Schlüssel für die Entwicklung unserer Unternehmen. Ähnliches gilt für die Verkehrswende. Verkehrswende und Wärmewende sind beide gleich wichtig und die Automobilindustrie, die steht jetzt hauptsächlich wegen einem Dieselskandal und der Entwicklung in der E-Mobilität vor gewaltigen Umbrüchen. Die haben die Entwicklung nicht verschlafen, sondern unsere großen Autokonzerne haben die Überwindung des Verbrennungsmotors aktiv bekämpft mit dem Vorteil, dass sie in den letzten Jahren einen Haufen Geld verdienen konnten. Aber jetzt stehen sie plötzlich vor einem Scherbenhaufen. Ganz hart wird es die Zulieferindustrie und die 40.000 Werkstätten in Deutschland erwischen. Die sollten sich möglichst schnell neue Unternehmensmöglichkeiten suchen, weil die Elektrokisten, die brauchen kaum noch Wartung.
Und die E-Mobilität, die wird sich auf jeden Fall durchsetzen, ob das die Regierung will oder nicht, weil die Technologie wesentlich effizienter ist und einfacher und verlässlicher. Und bald wird es eben spottbillig sein, sich elektromobil zu bewegen und viel populärer als heute der Verbrennungsmotor, der doch nur noch stinkt und teuer ist. Also ich denke, die vielen Länder, die bereits einen Verbrennungsmotor und Verfallsdatum gesetzt haben, die liegen richtig. Und Deutschland ist halt leider vom Vorreiter jetzt zum Hinterherreiter geworden. Aber wir können das ja noch hinkriegen. Weil eine Verkehrswende, und das haben die meisten, die da aktiv sind, auch die großen Unternehmen, die asiatischen und so, haben die nicht kapiert. Die denken, Verkehrswende ist eigentlich nur Austausch des einen Antriebskonzepts, Verbrennungsmotor, gegen ein anderes Antriebskonzept, Batterie. Und das ist es aber nicht. Es kommt darauf an, Mobilität als Ganzes zu betrachten, weil sonst bekommen wir nämlich mit einem Rebound-Effekt, mit dem sorglosen Autofahren, wenn noch das automotive Autofahren dazukommt und ein schlechtes Umweltgewissen musst auch nicht mehr haben, dann fangen ja alle an, neue Auto zu fahren. Da werden wir Rebound-Effekte kriegen und Staus, die schlimmer werden als heute schon. Aber wir haben doch schon die Schnauze voll von den vielen Staus. Also müssen wir Mobilität als Ganzes betrachten und jetzt die Weichen dafür stellen, dass der öffentliche nahen Fernverkehr mit allen verfügbaren Mobilitätsdienstleistungen, ich denke dabei, also verwirklicht werden kann. Ich denke dabei an Carsharing und an Leihfahrräder und Mitfahrzentralen. Und die Verkehrsbelastung in Deutschland sollte insgesamt deutlich gemindert werden. Also da geht es auch um Flächengerechtigkeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Derzeit ist es so, dass vielleicht 60% unserer Städte für Autos, für Straßen und Parkplätze reserviert sind, obwohl gerade noch ein Fünftel der Leute in den Städten Auto fährt und vielleicht genauso viele auf dem Fahrrad unterwegs sind und Fahrradwege gibt es fast überhaupt keine. Also wir müssen da ran und die neue Regierung muss da auch ran und muss wenigstens den Kommunen Möglichkeiten geben, dass sie sich umweltfreundlicher und stauvermeidender verhalten und Citymauts und sonst was alles einführen können. Da gibt es jede Menge Konzepte dafür. Auf Zukunft Erde gibt es auch von mir, von Axel Berg, einen Vortrag über die Disruption. Gerade in diesem Bereich, wenn Sie das Thema mehr interessiert, können Sie da gerne mal einsteigen. Also wir müssen jetzt erstmal, beziehungsweise die neue Regierung, die ganzen Speicherentwicklungen, die Synergien heben, die bei einer Speicherentwicklung an netzdienlichen Maßnahmen sich anbieten. Dadurch müsse Ladeinfrastruktur eingebunden werden in Stromnetze, Vehicle to Grid ist Fachbegriff dafür. Gleichzeitig sollte man sicherstellen, dass der Strombedarf für die E-Mobilität natürlich aus erneuerbaren Energien kommt. Und nicht nur aus irgendwelchen Kohlekraftwerken, weil sonst ist das Ganze ja wahnsinnig, dann ist ja nur der Auspuff der Kiste nicht mehr in der Stadt, sondern irgendwo draußen, wo das Kohlekraftwerk steht. Das kann es also auch nicht sein. Eurosolar hat ein Memorandum für mehr Tempo für Elektromobilität mal geschrieben, das ist schon eine Weile her. Und damals haben wir reingeschrieben, dass die Autohersteller von Elektrokisten verpflichtet sein sollten, für das, was ihre Elektroautos im Lauf ihres Lebens verbrauchen an Strom, selbst erneuerbare Energienanlagen zusätzlich zu realisieren. Also wir brauchen eine Kostenwahrheit. Strom aus Sonne, Wasser, Wind, Geothermie und Biomasse ist unter Berücksichtigung der Umweltbelastung kostengünstiger als sämtliche fossilen und atomaren Energien. Ich sage ja spaßhalber, seit 15, 20 Jahren, am liebsten wäre es mir, wenn keinerlei Energieform in irgendeiner Art überhaupt subventioniert wird. Am besten überhaupt keine Subventionen für gar nichts, weil dann würden sich die Erneuerbaren, dann hätten sie sich schon längst durchgesetzt, dann wären wir auch, wäre die ganze Welt voller Batterieautos, weil das ganze Zeug, weil die ganzen erneuerbaren Energien wesentlich günstiger sind als alles, was mit fossil zu tun hat. Also die externen Effekte, die wurden sozialisiert, also sprich die ganzen Umweltschäden, die Klimaanpassungsnahmen und das alles, das muss die soziale Gemeinschaft, das muss der Steuerzahler betragen und die Milliardengewinne, die gehen natürlich an die Konzerne. Und diese Verteilung, die war noch nie legitim. Inzwischen schreibt es auch eine IRENA, die International Renewable Energy Agency an der UNO.
oder auch selbst eine IEA, die International Energy Agency, die ja mal gegründet wurde, um der Ölwirtschaft zu helfen, selbst die schreiben in ihren jüngsten Studien, dass die Gefahr für verlorene Investitionen im Energiebereich mit jedem weiteren Zögern steigen wird. Verlorene Investitionen sind alle Investitionen in zentralisierte Bereiche. Das aktuelle Subventionsregime verlängert die Übergangsphase, die wir nun mal brauchen, künstlich und vergrößert damit die Risiken und vor allem die Kosten. Wenn man die ganzen staatlichen Finanzhilfen, Steuervergünstigungen und Befreiung von Umweltauflagen und den ganzen Kram, wenn man das alles zusammenrechnen würde, hat Fraunhofer errechnet, oder Greenpeace war es, glaube ich, dann hätten wir einen Kohlepfennig von 11,5 Cent pro Kilowattstunde. Also wir hätten eine Kohleumlage, die viel höher wäre als eine erneuerbare Energienumlage, obwohl selbst die EEG-Umlage schon irgendwie getürkt und frisiert ist, weil da ja die ganzen Ausnahmeregelungen für die dabei sind, die am meisten stinken, und die erneuerbaren Energien selbst, die zählen da überhaupt nicht mit. Also wir haben so falsche Rechnungen und kommen da dann eben zu dem Ergebnis, dass die Erneuerbaren teuer sind, obwohl es in Wirklichkeit das Allerbilligste ist. Wir müssen den Atomausstieg beschleunigen. Je schneller wir da rauskommen, desto weniger neuer Müll wird produziert, der wieder in Zukunft ein Heidengeld kosten wird. Wir müssen endlich die Fusionsforschung, die Kernfusionsforschung beenden. Die wird im idealsten Fall für 12 Cent pro Kilowattstunde mal bereitstehen. Dann haben wir aber noch keine Leitungen, die diesen Strom verteilen. Und Photovoltaik ist heute schon für die Hälfte des Geldes zu haben. Wir brauchen es nicht. Auch müssen wir nicht an neuen Reaktortypen für die Atomkraft forschen, liebe Jülicher zum Beispiel. Und überall wird oder immer mal wieder wird an neuen Reaktortypen geforscht, weil sie denken, auch die Franzosen und so, damit kriegen sie doch wieder die Kurve. Aber das ist ein großer Irrglaube, nicht nur weil es gefährlich ist, sondern weil es auch viel, viel teurer ist als eine Energiewende. Für eine Energiewende müssen wir nicht nur erneuerbare Anlagen endlich wieder zubauen, sondern wir müssen auch einen Kohleausstieg einleiten. Der Atomausstieg ging ja damals ziemlich in die Hose. Irgendwie, man hat sich zwar geeinigt, aber letztlich zwischen Regierung und Atomwirtschaft, dass man langsam aussteigt, aber die Atomwirtschaft in sich unseriös. Bis heute hat natürlich die Regierung über den Tisch gezogen und hat sehr profitiert dabei. Also solche Fehler möge bitte eine neue Regierung nicht machen. Aber es ist doch ganz sicher, dass angesichts dieser ungebremsten Kohleverstromung in Deutschland und in ganz Europa, überall laufen die Kohlekraftwerke auf Anschlag. In Polen und überall. Deswegen glaubt doch nicht an die Sprüche, wenn es irgendwie heißt, wenn wir in Deutschland Kohlekraftwerke abschalten, dann würden sie dann in Polen weiterlaufen oder in Frankreich oder sonst was und dann uns den Strom importieren. Das ist alles Käse, weil die Kohlekraftwerke in ganz Europa sowieso schon am Anschlag laufen. Und wenn wir angesichts unserer Schadstoffemissionen und dass wir unsere eigenen Klimaziele sowieso nicht mehr erreichen können, ich finde, da gibt sich fast schon eine Lächerlichkeit preis, wer jetzt Deutschland immer noch als weltweites Vorbild für eine gelungene Energiewende darstellt. Da müssen wir dann schon auch konsequent sein und glaubwürdig wieder werden, sowohl auf europäischer als auch auf internationaler Bühne. Und zwar dadurch, dass wir jetzt ein richtig scharfes, klares Kohleausstiegsgesetz machen. Das ist doch eine schöne Aufgabe, und da sollte man auch nicht zu sehr versuchen, konsensual vorzugehen. Hermann Scheer sagte so schön, Konsens ist Nonsens, weil man möge nicht vergessen, dass seit 50 Jahren wissen wir in Deutschland, dass Kohle weder wettbewerbsfähig noch umweltfreundlich ist. Seit 50 Jahren werden neue Azubis ausgebildet für Berufe, von denen klar ist, dass sie nicht zukunftsfähig sind. Und wenn wir ewig uns darum kümmern, dass es den Kohlekumpels gut geht, obwohl es fast keine mehr dafür gibt, dann führt das einfach zu Verzögerungen, zu höheren Kosten für die ganze Volkswirtschaft und zu fragwürdigen Kompromissen, die wir, finde ich, nicht brauchen. Weil diese Kohleverstromung, die ist ja ein ökologisches Desaster. Und was fast noch schlimmer ist, sie bremst einfach die ökonomische Transformationsdynamik, die wir haben. Und die sorgt beispielsweise dafür, dass wir im deutschen Strom Großhandel, das ist nur für die Großverbraucher, da haben wir sensationell niedrige Strompreise von 2-3 Cent pro Kilowattstunde. Und damit verzerren wir sämtliche Marktsignale,
verwirren unsere Nachbarn. Und gerade der ungebremst eingespeiste Kohlestrom fordert ja den massiven Ausbau der HGÜ-Netze, also dieser Hochspannungsgleichstromübertragungsnetze, die irrsinnig teuer sind, die angeblich dafür da sind, um von der Nordsee den Strom nach Süddeutschland, wo es die Industrie gibt, zu schaffen. Aber in Wirklichkeit sollen die aus der Lausitz den Strom herschaffen und sollen in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel dafür sorgen, dass die nicht so eine schnelle Energiewende hinkriegen. Also, da müssen wir dringend ansetzen. Wir müssen den Netzausbau, spreche ich ja immer wieder an, auch dezentralisieren. Bisher haben wir einen Ausbau von Übertragungsnetzen, der sich auf diese HGÜ-Netze konzentriert, diese Stromautobahnen. Und die meisten Medien erzählen das auch noch dienstbar hinterher, dass wir den Windstrom von Norden nach Süden und sonst wo hin und her transportieren müssen. Und das erhält aber gerade die zentralen Strukturen. Und das erhält gerade die Kohlekraftwerke am Leben. Und sie sind ökologisch nutzlos und kostspielig und für eine dezentrale Energiewende hinderlich. Übrigens schon deswegen, weil Netze ja nur räumlich verschieben können. Die können nur von Norddeutschland nach Süddeutschland schaffen. Aber wir brauchen doch zeitliche Speicher. Die Sonne scheint doch nachts nicht und nur tagsüber. Wir müssen also den Sonnenstrom vom Tag in die Nacht retten, sozusagen. Und da hilft uns auch nichts, wenn wir es während die Sonne scheint von einer Ecke in die andere Ecke unserer Republik verschieben. Einfach. Wir brauchen andere Flexibilitätsoptionen wie Lastmanagement. Wir brauchen Marktmechanismen für Speicherung und für Umwandlung to Power to X. Das sind die Ansagen der Zukunft. Anstatt Milliardenbeträge jetzt in ein neues Hochspannungsnetz zu versenken, von dem klar ist, dass das Stranded Investment wird. Ja, man wird es in 5 oder in 10 oder in 20 Jahren mit Sicherheit nicht mehr brauchen. Aber dann wird es dastehen. Und die Netzbetreiber werden darauf bestehen, dass sie dann auch irgendwie weiter Geld verdienen. Und die Regierung, naja, die früheren haben ja immer die Konzerne geschützt. Das kann ja jetzt alles besser werden. Der Energiemarkt der Zukunft jedenfalls, der sollte regionale, intelligente und transparente Märkte hervorbringen und den lokalen und den regionalen Akteuren den dezentralen Ausgleich von Angebot und Nachfrage anreizen. Und dafür muss man die Verteilnetzbetreiber, die kleinen, die regionalen Netzbetreiber, die muss man dazu bringen, Maßnahmen in ihren Regionen anzutreiben und dass die sich Flexibilitätsoptionen erschließen können. Und dann noch ein Punkt. Alle diskutieren CO2-Steuer. Hört sich erstmal gut an, CO2 ist nicht gut und so. Wenn man das besteuert, dann wird weniger CO2 emittiert. National und international. Jetzt möge man aber bitte nicht ganz vergessen, dass der europäische Emissionshandel, der ETS, European Trading System, der hat insgesamt dazu geführt, obwohl der die CO2 besteuert und die Grundidee war ja auch gut, wer viel CO2 verbraucht, soll hohe Kosten haben und wer spart, wer weniger CO2 verbraucht, hat weniger Kosten, kriegt dann Zertifikate, die kann er an den anderen verkaufen. Ich weiß noch, wie es mal hieß, in der Bundestagsfraktion, der Clement damals als Wirtschaftsminister hat gesagt, das EEG könnt ihr doch in der Pfeife rauchen. Mit dem Emissionshandel habt ihr doch endlich ein marktnahes Instrument. Heute wissen wir nach 15 oder noch mehr Jahren, 20 Jahren Emissionshandel, dass der Emissionshandel der Kohle geholfen hat, obwohl er eigentlich die Aufgabe hatte, die CO2-Emissionen runterzubringen. Also diese ganzen CO2-Steuern, die helfen der Atomkraft, Renaissance der Atomkraft, kein Zufall, dass die Franzosen sehr für eine CO2-Steuer sind, weil sie selber sehr viel Atomkraft haben. Und sie helfen diesen CCS-Modellen, also der Abtrennung von CO2 in den Boden. Das ist also völliger Käse und wird sich niemals rechnen. Und dann weiß man ja auch nicht, ob irgendeiner mal den Stöpsel zieht und dann kommt die ganze CO2 wieder raus. Außerdem braucht man dann langwierige Gesetzgebungsverfahren ist auch nicht schlecht, genau weil der Freud wieder recht hatte, weil bei diesen Gesetzgebungsverfahren hast du immer einen ungewissen Ausgang. Du weißt nie, wie so ein Gesetzesvorschlag zerrieben wird und wie wir beim Emissionshandel eben sehen müssen, kann das Ganze kontraproduktiv ausgehen. Wesentlich einfacher und schneller als solche Modellen und übrigens kostenlos für alle, auch für die neuen Haushälter im neuen Bundestag, in der neuen Regierung, wäre einfach die Subventionen auf die
Schmutz, auf die Emissionen runterzubringen. Das Umweltbundesamt sagt, wir haben knapp 60 Milliarden Subventionen für umweltschädliche Dinge. Für umweltschädliche Dinge, das ist so wie Diesel zum Beispiel 18 Cent billiger ist als Benzin, beziehungsweise weniger Steuer. Und wenn wir allein mal diese Steuern, ich glaube allein in der Automobilwirtschaft, Dienstwagenprivileg und so weiter, da laufen allein 30 Milliarden Subventionen aus. Es wäre doch also ganz wunderbar und elegant, wenn man einfach diese Subventionen runterbringt, weil automatisch, wenn die Subventionen für Stinker, für Stinkunternehmen runtergehen, dann werden natürlich die Nicht-Stinker automatisch Marktvorteile haben. Und außerdem wird so eine ständige Mehrfachbelastung von Staat und Bürgern vermieden, die ja zu einer ständigen Verzerrung des Marktes zugunsten fossiler und atomarer Energien geführt hat. Also lasst uns diese kompletten Steuern und Abgabenverhältnis neu ordnen, und zwar konvergent für die Energiewende, Strom, Wärme und Verkehr. Dadurch können wir eine erneuerbare Industriepolitik etablieren. Wir müssen die Kohlepolitik abschaffen. Wir müssen die Kohlekraftwerke abschaffen. In Deutschland wird in 20 Jahren mit Sicherheit keine Braunkohlekraftwerkstechnologien exportieren. Aber irgendjemand wird Elektroautos exportieren. Und modernste Technik, Hightech für Photovoltaikparks und für Speichertechnologien, das ist Industriepolitik. Und wir müssen uns jetzt von den alten Industrien endlich verabschieden. Da ist kein Pulver mehr dazwischen, dahinter. Und wir müssen jetzt ein verlässliches Umfeld für mittel- und langfristige Investitionsentscheidungen schaffen, damit die Marktteilnehmer, diese vielen neuen Krauter, die überall in ihren Startlöchern schon sitzen, damit die eine Orientierung und Perspektiven kriegen und auch damit sich die großen Unternehmen umswitchen können, neu ausrichten können und vielleicht neue Industriezweige bilden. Ich denke beispielsweise an Bosch. Bosch hat lang die Energiewende bekämpft. Seit ein paar Jahren haben sie es kapiert, welche Chancen sich da bieten, und inzwischen sind sie schon Weltmarktführer bei den Pedelecs. Deutschland zählt international, wissenschaftlich, technisch zu den Top-Kapazitäten. Aber wir haben durch politische Fehler den Aufbau von Produktionskapazitäten für die Technologien, die in Zukunft relevant sein werden, die haben wir völlig versemmelt. Und da müssen wir jetzt wieder Gas geben. Diesen Rückstand müssen wir jetzt dringend wieder aufholen. Das wird eine anspruchsvolle Angelegenheit, aber der Preis ist hoch. Wir werden dadurch sinnvolle, zukunftsfähige Unternehmen schaffen können in Deutschland, anstatt uns von den Ausländern, von den Zulieferern abhängig zu machen und auch die ganzen Wertschöpfungspotenziale aus der Hand zu geben. Deswegen sage ich, auch für Europa gilt das Gleiche. Wir brauchen keine Energieunion, die als Hauptziel hat, 45.000 HGÜ-Kilometer Leitungen durch ganz Europa zu legen für ein irrsinniges Geld, das ist vollkommen überflüssig, weil das Ziel ist, dass das Hauptmittel gegen Klimawandel soll sein der Emissionshandel, der uns ja seit 20 Jahren gezeigt hat, dass er der Kohle nützt und eben nicht gegen die Kohle ist. Und ansonsten ist das ganz große Ziel Europas, der Kommission, dass alle miteinander verknüpft werden. Wenn jetzt alle miteinander verknüpft werden, heißt es dann in der Praxis, dass zum Beispiel, und die Unabhängigkeit der Europäischen Union zu fördern, wird jetzt Nord Stream 2 gebaut, also eine zweite große Pipeline zwischen Deutschland und Russland. Ich verstehe nicht, warum das die europäische Unabhängigkeit fördern soll. Erneuerbare Energien, die bei uns stehen, das würde unsere Unabhängigkeit fördern. Okay, aber die Russen wollen jedenfalls nicht mehr über Polen liefern, weil sie sich mit denen nicht vertragen. Also bauen sie Pipelines direkt nach Deutschland, weil Polen aber wiederum Teil der EU ist. Müssen wir Deutsche dann wieder eine Pipeline nach Polen bauen, dass die Polen auch mit Erdgas verbunden werden. Mit Zypern ist gerade vollkommen pervers, was stattfindet. Zypern ist im Grunde genommen eine kleine Insel, ist unabhängig, und jetzt soll Zypern an ein riesiges Gasnetz, ein internationales von Israel kommen, soll über Zypern, dann Griechenland und Italien und sonst was versorgt werden mit Gas. Ein Aufwand, ein zweistelliger Milliardenaufwand. Dabei würde man für ein Zehntel der Kosten investiert in Windkraft und Photovoltaik in Zypern selbst, könnte man die Insel autonom gestalten. Für einen Bruchteil des Geldes könnten die Zypern selig leben, hätten keine Stromrechnungen mehr, hätten Versorgungssicherheit und alles. Aber nein, diese Gasnummer geschieht. Also, liebe Europäer, beziehungsweise liebe deutsche Bundesregierung, bitte schaut darauf im Ministerrat vor allem,
dass die Europäer lieber Euro New machen, also eine Integration der Märkte, der Energiemärkte und Verbundmärkte. Verbindung ist ja gut an den Grenzstellen, ja, dass da der Strom hin und her gehandelt wird. Handel ist ja gut und ist willkommen, aber es braucht keine zentrale, verwaltungsaufwendige europäische Energieunion. Es braucht eine erneuerbare Energieunion, die die Mitgliedstaaten dabei unterstützt, je nach ihren vorhandenen Potenzialen, in Island mehr Geothermie, in Italien mehr Sonne und so weiter. So sollen die eine dezentrale Marktordnung für ihr jeweiliges Land aufbauen können. Da soll Europa sich bitte raushalten und Europa soll mehr darauf achten, dass die Regionen verstärkt werden, die sich miteinander vernetzt werden sollen. Wir haben ja auch Subsidiaritätsprinzip in Europa und die bewährten Kernbestandteile von dem EEG beispielsweise, die sollten bestehen lassen, um den Mitgliedstaaten einen notwendigen Gestaltungsspielraum in ihren jeweiligen Ländern offen zu lassen, anstatt mit der alleinigen Favorisierung von bürokratischen Zuteilungssystemen und riesigen Leitungen den Spielraum der Nationen einzugrenzen. Also die EU-Kommission ist sehr zentralistisch, bürokratisch, technokratisch unterwegs und geht weitgehend an den Bedürfnissen vor Ort vorbei. Also das Resultat von dieser EU-Politik wäre eine ökonomisch völlig unsinnige Konzentration von erneuerbaren Kraftwerken an besonders ertragreichen Standorten, also da, wo es einen Haufen Wind gibt, an der Atlantikküste, an der Nordseeküste, da werden dann riesige Windparks entstehen. So stellt sich das vor, die Europäische Union vor, und wo der Süden weht, wo die Sonne scheint, in Spanien oder gar in der Sahara, sollen dann riesige Solarkraftwerke entstehen. Aber diese ganzen Systemanbindungskosten helfen letztlich wieder, ein neues Oligopol zu schaffen. Ich komme zum letzten Argument, warum die Energiewende jetzt dringend angefacht werden muss. Das vielleicht wichtigste Thema, das den allermeisten Menschen durch den Kopf geht, sind die Flüchtlinge oder die Flüchtenden oder wie man das auch immer nennt. Und da ist die Energiewende das wichtigste Instrument, um da zu helfen. Weil die begrenzten Vorkommen und der lukrative Handel mit Öl, Gas, Uran, der ist in vielen Regionen der Welt gerade der Auslöser für Korruption, für Ungerechtigkeit, für wirtschaftlichen Stillstand, weil alle nur noch an Öl, 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 Gas, Gas, Gas denken und für dann Konflikte, die dann immer weiter eskalieren und sogar zum Krieg kommen. Wir sind uns wahrscheinlich schnell einig, dass die Völker im Nahen Osten friedlich vor sich hinleben würden, wenn sie Maulbeerplantagen hätten und irgendwie nicht auf Öl- und Gasfeldern sitzen würden, an denen die ganze Welt interessiert ist. Hinzu kommt ja erschwerend noch der Klimawandel mit den verheerenden Stürmen. Der Klimawandel kommt schneller, als die Wissenschaftler selber sagten. Also die Erwärmung geht langsam, aber die Extreme, die Trockenheiten und die Fluten, und das nimmt alles zu und das nimmt extremer zu und das wird noch extremer vor sich gehen. Das bedeutet, dass es falsch regnet, zur falschen Zeit, am falschen Ort, in der falschen Menge. Es wird Trockenheiten immer mehr geben, Trockenperioden, die die Landwirtschaft behindern. Und jetzt sind bereits fast 70 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Die allermeisten aus Umweltgründen, weil es zu Hause nicht mehr regnet. Ein Bruchteil davon versucht nach Europa zu kommen. Die meisten Afrikaner fliehen innerhalb Afrikas. Und da, denke ich, wäre die entscheidende Lösung die erneuerbaren Energien, weil einerseits der Ausbau der erneuerbaren Energien bei uns unsere Importabhängigkeit, wir importieren fast 100% unseres Öls und unsere Kohle wird importiert, ja, selbst die Kohle wird importiert, das Gas, alles dies wird importiert. Diese Importabhängigkeit könnten wir verringern, wenn wir bei uns in Deutschland Kapazitäten an erneuerbaren Energien aufbauen, und damit könnten wir Konkurrenzen und Konflikte entschärfen und diesen ganzen Konflikten ja den Treibstoff sozusagen entziehen. Andererseits könnte man durch den Ausbau der erneuerbaren Energien in den Fluchtländern genau denen Menschen eine kleine wirtschaftliche Progressionsmöglichkeiten geben, die bisher überhaupt noch keinen Strom haben.
Ja? Und sowas, die überhaupt noch keine Energie ist, der erste Schritt jeder Wertschöpfung. Egal, was du machen willst, egal, womit du Geld verdienen willst, kleiner Handwerksbetrieb, irgendwas, du brauchst erstmal Energie. Also lass uns nicht mehr irgendwie komplette Klärkraftwerke nach Afrika liefern, sondern lass uns dezentrale, erneuerbare Energien hinliefern. Und dann werden sehr viele Fluchtgründe vor Ort dadurch wegfallen. Natürlich sollte die Bundesregierung sicherstellen, dass da hier die Rohstoffe, die wir für die Energiewende brauchen, zurzeit ist es sehr viel Kupfer und Lithium und Kobalt und seltene Erden, das alles ist sehr begrenzt und gibt es nur in wenigen Ländern. Und wir dürfen jetzt nicht zulassen, dass hier neue Kriegsursachen und neue Fluchtursachen gegründet werden. Deswegen muss eine neue Bundesregierung darauf achten, dass diese Einkäufe transparent und sozialverträglich unter sozialverträglichen Produktionsbedingungen und Lieferketten möglichst gewährleistet wird und dass vor allem hier auch ein geschlossener Recyclingkreislauf entsteht. Also derzeit geht es ja noch. Autobatterien beispielsweise halten 160.000, 180.000 Kilometer. Danach funktionieren sie noch zu 80%. Neu konfiguriert kann man die dann nochmal 10, 15 Jahre für was anderes hernehmen und dann sind sie zu 95% recycelbar. Das ist schon ganz gut, aber wir müssen besser sein. Es gibt bereits die ersten Batterien, die im Labor gemacht wurden, die komplett kompostierbar sind. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn die cleveren Deutschen die nächsten Batteriengenerationen entwickeln. Also ich komme zum Ende, liebe Bundesregierung, liebe Neue. Ganz kurz gesagt, alle Sonnensteuern und umweltschädliche Subventionen bitte weg. Wir brauchen viel mehr erneuerbare Energienanlagen. Die Sektoren Strom, Wärme und Verkehr, also erneuerbare Mobilität, müssen dringend verknüpft werden. Und auf die Art, liebe Politiker, kann Deutschland wieder an die energiepolitische Spitze geführt werden. Und liebe Zuschauer unseres wunderbaren Kanals Zukunft Erde, achtet mal darauf, wie die neue Bundesregierung die Energiewende angeht und macht ihr gegebenenfalls Beine.